Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mass Effect und zwar aus der Legendary Edition. Letztes Mal sind wir ja aus dieser Schleuse da oben rausgekommen. Wir wurden ja eingesperrt in dem Bunker und sollten ja den Gegner töten. Und ich bin irgendwie abgehauen, ohne zu merken, dass ich abgehauen bin. Und jetzt war ich... auf der Normandy die schon, weil ich mich einfach über die Karte hochgebeamt habe. Und ich sollte die Piraten killen. Jetzt habe ich sie gefunden. Die sind hier, wo das Söldner-Camp ist. Natürlich. Wer hätte es gedacht? Und ja. Ich habe jetzt natürlich den Mako. Da könnt ihr euch vorstellen, wie... schwierig das ist. Haliart hat sich einige Mühe gemacht, um sie hierher zu locken. Zu schade, dass es so enden musste für ihn jedenfalls. Jetzt, wo sie wieder an der Oberfläche sind, funktioniert auch die Funkverbindung ihres Kampfanzuges zur Normandy wieder. Es wird Zeit zu verschwinden. Yo. Das hatte ich vorher schon. Bin ja vorher schon verschwunden, weil ich ja die Karte geöffnet habe und von der Karte mich hochgebeamt habe oder wie auch immer man das nennen will. C'est la vie. Tod ist tot. Was soll ich dazu sagen? So. Und jetzt, ich wollte nochmal gucken, was wir hier so haben. Oh, Gaza haben wir sogar schon erfüllt, die Quest. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Schwermetalle fehlen, Leichtmetalle und andere. Proteanisches Artefakt, Asari. Aha. Oh. Okay. So. Wir wollten ja das mit Cerberus weitermachen. Das ist etwas, worauf ich mich freue. Da müssen wir aber raus aus Amazon und dann zu Yangtze. Yangtze. So, Renato. Bintu, da müssen wir dann landen. Das ist ein schöner Planet. Den können wir erkunden. Zack. Leichtmetall, Beryllium. Zack. Element, Thorium. Und ein Planet fehlt noch, und zwar der hier. Erkunden, Alrumta. Proteanische Datendisk entdeckt. So super. Ist doch wunderbar. So, jetzt können wir auf Bintu landen. Und die Cerberus-Quest abschließen. So, Rilla. Also das Remaster haben sie echt gut gemacht. Also da kann man echt nicht meckern. Klar, es haben sich jetzt Bugs eingeschlichen, die ich vorher nicht hatte. Vielleicht gab es die auch. Und ich hatte nur Glück wieder mal, dass ich jetzt die Bugs finde. Weil früher habe ich nie Bugs gehabt, hatte ich so das Gefühl. Außer in Tomb Raider, The Angel of Darkness. Aber... so häufig, wie ich in letzter Zeit immer Bugs habe. Vor allem, ich nehme das ja auch immer irgendwie komischerweise auf. Und ihr könnt es ja mitverfolgen. So extrem ist das. Also normalerweise habe ich nie das Glück. So, hier ist die Forschungseinrichtung. Da ist die Forschungseinrichtung. Da ist die Anomalie. Und da ist eine Forschungseinrichtung. Ich würde sagen, wir gehen so. Weil dann kann ich hier gleich das mitnehmen. Also der Planet sieht echt gut aus. Also ich finde ihn echt hübsch. So grün und ländlich. So von der Optik her stelle ich mir Irland irgendwie komischerweise vor. Ich weiß aber nicht warum. So felsig und grün und... man merkt, ich war nie in Irland. Palladium. Schwermetallvorkommen, Palladium. War Palladium das teuerste Metall? Oder war es Iridium? Heißt das so? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendein Metall, das ist teurer als alles andere. Und da
Da kostet dann mal so ein Ring davon irgendwie mehrere hunderttausend. So. Auf geht's in die Forschungseinrichtung. Von Cerberus. Zack. Oh, ich lieb die Atmosphäre. Oh. Okay. Krabbelviecher. Diagnosestation öffnen. Ich flicke sie wieder zusammen. Ja. Sie haben die Bedrohung in dieser Einrichtung ausgeschaltet und untersuchen sie jetzt eines der anderen naheliegenden Labore. Also ich finde es auch geil, dass ich nicht mehr... Offenbar hat Cerberus noch weitere Basen auf dieser Welt, Commander. Dass ich nicht mehr das Inventar plündern muss, dass ich nicht mehr hier herumlaufen muss und gucken muss, ob irgendeiner irgendwas hat liegen lassen, sondern dass er das automatisch aufnimmt und ich hab's. Schaut mal hier, perfekt. Mercenary, Tsunami, Sturmgewehr, Schrotflinte, perfekt. Katana. Ich habe Thunder, nicht Tsunami. Tier. Ist doch cool. Oder? Da kann man ja echt nicht mehr meckern. Also so viel Quality of Life. Verbesserungen. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, die haben so ein bisschen die Grafik aufgehübscht. Vor allem ein Spiel aus 2007. Also das sah 100 Pro nicht so aus. Ich habe es auf der alten Xbox 360 gespielt. Also bitte. 100 Pro sah das nicht so aus. Gut, damals hatte ich aber jetzt auch keinen großen Fernseher, auch keinen 4K-Fernseher, sondern ich glaube, da hatte ich einen Full-HD-Fernseher. Oder? Hatte ich da schon meinen LG? Also gehen wir davon aus, ich hatte einen Full-HD-Fernseher. Ich könnte ihn eigentlich so rum und dann so. Und dann kann ich hier und da. Ist jetzt egal, ob ich jetzt rechts oder links rumgehe. Erledigt ist erledigt. Oder? Ja. Ne, und damals halt auf Full HD ist es mir vielleicht nicht so aufgefallen. Aber ich find's hübsch. Also da kann man echt sagen, was man will. Also ich find's jetzt nicht so kacke, wie es von manch anderen Remasters schon was das schon für eine Aussage ist, oder? Nicht so kacke, wie mit manch anderen Remaster. Naja. Ihr wisst, was ich meine. Exoskelett, Energiegewebe, kinetischer Puffer. Was hab ich? Ich hab ablativer Überzug. Du hast Schildmodular. Du hast Schildregenhärtung. Da nehme ich bei ihm das hier.
So. Also jeder, der auf Spiele steht, mit Dialog und Blabla und Erkunden auf eigene Faust und auf Sci-Fi steht, der muss Mass Effect spielen. Also ich habe Mass Effect direkt nach KOTOR gespielt, um es mal so zu sagen. Also ich habe klar noch andere Spiele dazwischen gespielt, 100 Pro, aber sowas in meiner Erinnerung geblieben ist. Und ich habe KOTOR schon so geliebt. KOTOR war so geil, das Spiel. Es hat so Spaß gemacht. Also Star Wars Knights of the Old Republic. Der blanke Wahnsinn. Und dann kam das. Und zu der Zeit hatte ich keinen guten Rechner. Das heißt, ich hatte nur eine Xbox 360. Und es war der helle Wahnsinn. Ah, die Anomalie ist da oben, ja. Okay, die muss ich mir später angucken. Da bin ich mal gespannt, was es mit diesem Turm auf sich hat. Bintu. Immer speichern vor den Dingern. Ihr habt es letztes Mal gemerkt. Oder vorletztes oder vorvorletztes Mal. Ein Fehler und ich bin tot. Leider. Aber hey, ich finde zumindest Loot. Ist doch gut. Pistole und Präzisionsgewehr. Striker. Nehme ich. Pistole. Der Edge. So, weiter geht's. Oh, die Viecher sind eklig. Oh, die Viecher sind so schlimm. Ich finde die so schlimm. Shepard ist nicht nur getroffen, Shepard ist auch tot. Aber wie geil diese Ragdoll-Effekte, so wie die Arme herumschlabbern. Geil. Oh. Das war cool. Das war echt cool. Ah. Nee, aber ich will in dieser Folge unbedingt diese Cerberus-Quest abschließen, dass wir in der nächsten Folge wirklich mit der Hauptquest weitermachen können. Das wäre mir halt besonders wichtig. Weil ich sage es, glaube ich, jetzt zum vierten Mal, dass wir die Hauptquest machen müssen. Und ich bin immer noch nicht vorangekommen. Oh, schaut mal, jetzt habe ich hier eine andere Waffe. Eine Pistole, Schrotflinte. Boah, war es ja ein Scharfschützengewehr. Ja. Da. Der kann Firestorm haben. Und Pistole ist halt ein Stinger. Oh. Die Stinger ist besser als die Edge. Dann kriegst du die natürlich auch. Und weil das so gut gelaufen ist, zwei Waffen ausgetauscht. Hallo? Speichern. Ich werde eh nie, glaube ich, Scharfschützengewehr benutzen. Weil wir einfach keine Ausbildung dafür haben. Und dadurch zu treffen ist schier unmöglich. So, dann öffnen wir einfach mal dieses Diagnose-Ding. Und ich laufe mal rückwärts. So. Und einer ist noch hier vorne rechts. Oh, da.
Sie haben die Bedrohung in dieser Einrichtung ausgeschaltet und versuchen Sie jetzt eines der anderen naheliegenden Labore. Zur nächsten Basis, Shepard. Solche Missionen liebe ich. Ich auch, ehrlich gesagt. Finde ich auch so cool. Also von A nach B gehen, so ein bisschen erforschen. Dann so ein kleiner Kampf. Das ist schon cool. Bisschen looten, ein bisschen leveln. Aber dass es so lange her ist. Wahnsinn. Ich hatte es danach nochmal gespielt gehabt. Also ich habe den ersten gespielt, den zweiten gespielt und den dritten. Und den ersten hatte ich als böse gespielt gehabt, wie immer. Haha, mache ich immer in Videospielen. Und dann hatte ich einen zweiten Run gestartet gehabt, den aber als gut machen wollen. Aber leider kam es nie dazu, dass ich den abgeschlossen hätte, weil irgendwann mal kam das Gerücht, nachdem ich den dritten gespielt hatte. Proteanische Pyramide. Da kam dann das Gerücht, dass es es ein Remaster geben wird. Und dieses Gerücht hielt sich ja jahrelang. Und botanische Datendisk gefunden. Und ich glaube, letztes Jahr war das, 2020, wurde dann das Gerücht, glaube ich, bestätigt. Und ich habe mich so gefreut, ich habe so gequietscht. Ich war so kurz davor, das Spiel nochmal zu spielen. Also ich habe, ja, das ist jetzt blöd, ich habe mir alle Expansion, DLCs und was weiß ich was, Packs geholt. Ist jetzt doof gelaufen, aber ist halt so. Aber naja. Ich kann die dann auch, glaube ich, löschen. Ich habe sogar meinen alten Speicher noch. Den hätte ich euch auch noch gezeigt. Uran. Ja, naja. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nichts verloren gegangen in dem Sinne. Sprengstoff? Sprengstoff? Sprengstoff. Aha. Wow. Das nehmen wir. Das ist cool. Ey, ich hasse es so dermaßen mit dem Analogstick. Du musst da wirklich mit dem Digi-Kreuz arbeiten. Geht's uns nicht anders. So, und das ist die letzte Einrichtung, die ich besuchen kann. Aber schon heftig, dass es hier so viel zu entdecken gibt auf diesem Mini-Planeten so gesehen. Also zwei Metallvorkommen, eine Anomalie, drei Forschungseinrichtungen. Also da haben sie sich echt nicht lumpen lassen. Ich habe Angst, dass es hier oben ist, dass ich, wenn ich jetzt da runterfahren würde, ich von oben lang müsste. Deshalb gehe ich mal einfach hier hoch. Nein. So. Ach ja, Star Wars Knights of the Old Republic war auch schön als Remaster. Ich habe letztens das irgendwie auf GOG gefunden gehabt, hab's dann mir runtergeladen und installiert und ach, ich weiß, warum ich eigentlich nicht so der PC-Mensch bin. Es funktioniert nicht richtig. Mittendrin abgestürzt und ist halt nicht optimiert auf die Grafikkarte und bla bla bla. Ich unterstütze die Treiber nicht und ich habe es zwar hier nochmal auf der Xbox als Xbox One Spiel, also als altes Xbox One. Das sind Husks, ne?
Greift die Cerberus-Menschen an, nicht mich. Bam. Oh, okay. Hier gibt es echt viel zu entdecken, sehe ich gerade. Ich bin gerade ein wenig beschäftigt. Ich auch. Aber jetzt. Zeit, Kao, geil. Zu rächen. Gebiet gesichert. Oh, Krogana und Universalwerkzeug. Mensch und Krogana. Uiuiuiui. Was die hier alles haben. Mensch, Mensch, Mensch. Ey, bevor ich das alles vergesse. Mensch bringt mir gar nichts. Krogana auch nicht. Und er ist ja eh Turianer. Ist nichts. Hier auch nichts. Ah, hier noch was. Bioverstärker und Mensch. Ist kacke. Und Mensch ist das hier auch kacke. Oh, das ist aber ganz schön viel Loot, was ich hier gefunden habe. Quariana und Krogana. Ich finde sehr viel kroganisches Zeugs, ey. So, und da ist Rear Admiral Kahoku. Sie tasten nach dem Puls, finden aber keinen. Admiral Kahoku ist tot. Trotz der wilden Bestien, mit denen er hier eingesperrt war, weist seine Leiche keine Spur von Verletzung auf. Die Nadeleinstiche auf seinem Arm lassen auf eine andere Todesart schließen. Oh, das ist ja armselig. Es ist Kahoku. Dann hat ihn Cerberus wohl doch gefunden. Kacke. Schade. Hätte besser laufen können für ihn. Was ist das für ein geiler Bug, ey? Mein Shepard läuft nur noch seitwärts. Oh Gott, ey. Läuft jetzt nur noch seitwärts? Nein, der läuft jetzt wieder geradeaus. So, hier ist nichts. Aber... Aber. Zack. Und Nahkampf erhält Waffenschaden, verleiht die Fähigkeit Adrenalinschuh. Oder taktische Panzerung. Die beiden hier. So, bei dir war es ja egal. Aber gehen wir Richtung Kampfpanzerung. Bei dir taktische Panzerung. So. Bintu. Zurück zur Normandie. Schade. Schade um den Admiral. Oder? Sie haben eine größere Einheit von Cerberus gefunden. Begeben Sie sich nach Nephoron im Columbia-System des Voyager-Klasse und vernichten Sie... What? Scheiße.
Nein, echt jetzt? Ich dachte, ich kann die Hauptquest. Oh, das ist ja dumm. Ich sollte einfach meine Klappe halten, echt. Neferon kann ich. Das ist das ja. Oh, schöner Name. Neferon im Übrigen. Für einen Planeten ist das wahnsinnig cool. Ein cooler Name, so rum. Medaillon gefunden. Ist ja selten, ist es so, dass zwei Asteroidengürtel da sind und in keinem sich etwas befindet. Normalerweise immer etwas. So, Neferon, wir landen. Landen wir mal auf Neferon. Denkt ihr, schafft das in 5 Minuten? Na klar, ne? Ihr glaubt auch an mich, dass ich das in 5 Minuten schaffe. Oder zumindest bis zu der Basis. Das heißt, die Welt clearen und dann direkt vor dem Kampf speichern. Das kriege ich hin. Hoffe ich. Das sollte zumindest drin sein. Oh, vor mir ist was. Das heißt, ich werde definitiv einmal geradeaus fahren. Hier ist eine Anomalie, hier ist die Untergrundeinrichtung und hier sind Trümmer. Uiuiuiui. Komme ich da hoch? Zack, 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 zack. Und Mineral gefunden. Aber wie viel Kohle das ist. So, aber komm. Das klappt jetzt. Alles so reibungslos, dass ich da einfach direkt davor speichern kann und in der nächsten Folge mache ich dann einfach weiter. Dann muss ich schauen, ob ich das heute noch mache. Oder die Tage. Ich hasse das immer, wenn es so lange pausiert dazwischen. Aber leider geht das nicht anders. Was mich super ärgert. Ich würde mich einfach gerne mal wieder so für... Es klingt jetzt krass, ich weiß, aber ich würde mich gerne mal wieder so für 6, 8 Stunden einfach einschließen und zocken. Das hat man ja früher gemacht, also da kam ich mit Kopfschmerzen, dickem Schädel und allem raus aus meinem Zimmer. Aber man hat sich gut gefühlt. Und jetzt ist es so, man spielt 2 Stunden maximal und dann war es das eigentlich schon. Was sehr, sehr traurig ist. ID-Tag gefunden. Und wieder Kohle. So. Und jetzt hierhin. Was ist da rechts? Hä?
Was ist da rechts? Ist das schon das Labor? Das ist ja geil rumgeflogen. Einer ist noch übrig? Nee. Cool. Nee, was ist da rechts? Seht ihr das? Aber da ist nichts eingezeichnet auf der Karte. Speichern. Speichern. Einfach nur speichern. Wisst ihr, was ich meine? Was ist da? Ich gehe da hin. Und wenn da nichts ist, kann ich ja immer noch neu laden. Warum habe ich das nicht kommen sehen? Hätte ich wirklich kommen sehen müssen. Bringt aber auch echt viel EP, ne? Wenn ich den platt mache. Darf ich halt auch nicht vergessen. Da ist er. Da. Hä? Wo ist der? Ach da. Nicht platt? Doch. 9000 bringt der. Ernsthaft? 9000? Kann ich hier... Ist irgendwas? Nein. Tut mir leid, dass es sich wieder so gezogen hat. Wir gucken noch hier, weil da ist auch etwas drin. Also war nicht nur vergebens, weil... Tada! Und Hurricane, Banshee und Predator. Sturm, Schrot und was weiß ich was. Cool. Hier noch was. Nein! Was soll die Scheiße? Hallo? Brand und Kryo. Also da habe ich ja echt viel eingesammelt. Echt viel. Anders kann man es ja nicht beschreiben. So, und hier noch was. Nicht Phoenix, was Predator war. Predator ist besser. Nehmen wir. Ist sogar richtig gelohnt. Wahnsinn. Also. Katana oder Firestorm? Katana oder Firestorm? Katana. Oh, warte. Der kann da was. Nee. Okay. Der hat Tsunami, der hat Katana. So. Alles durch.
So, dann würde ich sagen, wir speichern hier und in der nächsten Folge gehen wir dahin und ja, danach zu der Forschungseinrichtung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen, über einen Kommentar im Kommentariat und über neue Abonnenten natürlich auch. Vielen Dank, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!